Capcom und Namco tun sich zusammen und vereinen mit Street Fighter Cross Tekken die zwei wichtigsten Beat'em-Up-Serien der Welt. Im coolen Street Fighter 4 2D-Look hauen sich die besten Kämpfer beider Universen auf die Glocke. Auf der Gamescom haben wir uns einige Kämpfe angeschaut und sind uns sicher, dass Prügelspielfans auf ihre Kosten kommen werden. Dutzende spielbare Charaktere, darunter Dalsim, Ryu, Ken und Chun-Li aus Street Fighter sowie die Tekken-Kämpfer Yoshimitsu, Steve, Kazuya, Nina oder King stehen euch in den Kämpfen zur Verfügung. Dazu werden Fans beider Serien in Street Fighter Cross Tekken ihre bevorzugten Steuerungsmöglichkeiten vorfinden. Außerdem könnt ihr Tag-Team-Kämpfe in Echtzeit absolvieren. Ihr kämpft also im Zweierteam, wechselt zwischen euren Kämpfern hin und her und verleiht den Duellen somit eine strategische Note. Durch die Verwendung der Cross-Anzeige, die man im Video, das uns Capcom zur Verfügung gestellt hat, nicht sieht, kann umgehend ein Super-Art-Angriff entfesselt werden. Ob Ryus berühmter Shinku Hadoken oder Kazuyas Devil Beam, jeder Kämpfer, auch alle Tekken-Charaktere, verfügen über individuelle Super-Art-Manöver. Optisch sieht man dem Titel an, dass es auf der Street Fighter 4 Engine basiert. Dicke Outlines, deutliche Schatten, ausdrucksstarke Mimik. Es ist cool zu sehen, dass die Tekken-Charaktere trotz des Street Fighter-Looks an ihren typischen Bewegungen zu erkennen sind. Cool ist auch, dass Namco Bandai an einem Crossover namens Tekken Cross Street Fighter arbeitet. Allerdings werden diese beiden Titel nicht gleichzeitig an den Start gehen. Die Entwicklung der Capcom-Variante ist bereits recht weit fortgeschritten, während sich die Namco Bandai-Fassung momentan noch in einem frühen Designstadium befindet.